Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu diesem sehr, sehr, sehr spontanen Video. Ich erzähle euch gleich warum. Deshalb entschuldigt bitte, wie ich aussehe. Ich habe mich jetzt nicht geschminkt, meine Haare sind ein bisschen fatty, aber ich war gerade bei DM und ich habe so, so viele neue, coole Sachen entdeckt, dass ich daraus jetzt eine Haul mache und euch das alles zeige. Und ja, auf jeden Fall, ich habe viel eingekauft, es hat sich gelohnt. Ich habe vor allem heute total viel Skincare neue entdeckt und auch viel zum Testen. Und ich freue mich mega, euch die Sachen zu zeigen. Deshalb herzlich willkommen zu diesem DM-Haul, zu diesem sehr spontanen DM-Haul. Ja, aber ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich zeige euch natürlich jetzt alle Sachen, die ich geshoppt habe. Und ja, wie gesagt, die ein oder andere Neuheit, sehr, sehr viel Skincare. Und sonst natürlich auch sehr spannende Sachen. Let's go! So, meine Lieben, zuerst habe ich das hier mitgenommen. Das ist von Detox. Mir sagt die Marke gar nichts. Ich kenne sie nicht, aber das ist ein AHA- und BHA-Booster. Hochdosiertes Peeling, regt Zellerneuerung an, reduziert Unreinheiten. Das ist also ein chemisches Peeling. Ich kenne die Marke nicht. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen an das von The Ordinary mit der tasmanischen Pfefferbeere. Dieses rote, was aussieht wie Blut. Ich habe es nur mitgenommen, weil es von 17 Euro auf sage und schreibe 9 Euro reduziert war. Und meins von The Ordinary ist leer gegangen. Das ist jetzt natürlich noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich freue mich, das auszuprobieren. Wenn ihr die Marke kennt oder schon mal was davon gehört habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kannte sie bis dato nicht. Kann nicht schaden, ich werde es testen. Ich bin gespannt. So, dann hier, das ist auch neu. Das ist von Lenor, so Wäscheperlen. Habe ich auch eigentlich nur mitgenommen, weil ich habe eine neue Waschmaschine. Und ich bin mittlerweile in so einem Alter, man freut sich über neue Geräte und so, aus wie eine Waschmaschine, ich feier's. Und dann habe ich die gesehen, die sind wohl auch neu. Pfingstrose und Hibiskusblüte. Wobei, ich mag eigentlich dieses sehr fruchtige oder blumige nicht so gerne. Was ich einfach liebe, ist so richtig einfach so frisch. Aber nicht dieses Aprilfrisch zum Beispiel von Lenor, sondern dieses Baumwollfrisch. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn ja, könnt ihr mir irgendwas empfehlen, was so riecht, was ich mit in die Wäsche geben kann? Weil ich mag das nicht. Ich finde das immer sehr künstlich. Und ich mag einfach dieses frisch-frisch, aber nicht dieses super frisch, sondern dieses, ach, frische Wäsche, dieses frisch. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, aber nichtsdestotrotz riecht das sehr, sehr gut und ja, ich bin gespannt. Das sind halt einfach nur, die machen jetzt nicht sauber oder so, das sind halt Duftperlen, die man direkt mit in die Trommel tut und dann riecht die Wäsche angeblich sehr gut. Dann habe ich noch diesen Toner, der ist auch neu. Beauty Expert Glow Toner. Duo Vitamin C Komplex aus Ethylascorbinsäure wirkt antioxidativ und hautaufhellend und stimuliert die Kollagensynthese. Panthenol wirkt beruhigend und Glycerin unterstützt die Feuchtigkeitsbalance der Haut. Finde ich sehr gut. Vor allem für den Preis klang das sehr vielversprechend und ich bin sehr, sehr gespannt und ich mag generell die Produkte von Balea, gerade diese neueren Hautpflegeprodukte, sehr gerne. Ich finde auch immer die Inhaltsstoffe ganz gut und ja, mittlerweile, ich habe das Gefühl, Balea kommt jetzt und springt gerade so richtig auf diesen Skincare-Train auf und bisher mit meiner Meinung nach sehr interessanten Produkten. Ich freue mich sehr, das auszutesten. Dann noch sehr uninteressant, das sind so Feuerspiralen aus Edelstahl, einfach um Töpfe und so sauber zu machen. Und dann zweimal Kürbispüree. Ja, wir haben Herbst. Ich bin richtig Pumpkin-addicted. Und ich will eine Pumpkin-Pie machen. Also so ähnlich, wie ihr es hier seht, so eine klassische amerikanische Pumpkin-Pie. Ja, ich bin gespannt. Hier steht extra drauf, das ist zum Backen geeignet. Und ich werde es testen. Dann, das ist nicht neu, fand ich aber interessant. Ist eine Gesichtspflege Magic Summer mit sanftem Bräunungseffekt. Wie ihr seht, ich bin einfach richtig weiß, weil ich gehe nicht mehr ins Solarium. Ich habe mich dazu entschieden. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich wirklich glücklich damit bin. Aber ich habe jetzt für meinen Körper generell benutze ich von Dove diese Bodylotion mit leichtem Bräunungseffekt, weil ich persönlich, ich komme einfach mit Selbstbräuner nicht klar. Und das ist halt eine ganz normale Bodylotion, die einfach auch so ein bisschen Selbstbräunerkonzentrat drin hat und das wird bei mir komplett fleckenfrei
Und ins Gesicht tue ich die nicht so gerne, weil die halt eigentlich nur für den Körper ist und dann ist halt immer schwierig. Ich weiß nicht, wie ich drauf reagiere. Und das ist halt extra eine Gesichtspflege. Und das hat mich dann natürlich gecatcht. Und ich werde es testen und bin gespannt, wie es funktioniert. Es hat wohl wirklich nur einen sanften Bräunungseffekt, aber das ist ja auch völlig ausreichend. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie lange es das Produkt schon gibt. Das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen. Und ich finde es ziemlich cool. Wir werden es auf jeden Fall testen und wenn ihr sowas benutzt, immer die Haut vorher auf jeden Fall reinigen. Dann habe ich noch diese Nachtcreme von Balea mitgenommen. Mit 10% Niacinamide unterstützt den nächtlichen Hautregenerationsprozess und verhilft zu einem verfeinerten Hautbild. Außerdem mit 5% Traubenkernöl unterstützt die Feuchtigkeitsversorgung und sorgt für eine gestärkte Hautbarriere sowie ein entspanntes und geschmeidiges Hautgefühl am Morgen. Klingt auch super vielversprechend, super gut und ja, ich bin großer Niacinamide-Fan, habe eigentlich immer was in meinen Routinen mit Niacinamide und ja, ich freue mich, die Creme auszutesten. Ich bin gespannt. Dann habe ich diese Foundation mitgenommen, weil ihr seht, ich bin weiß, meine ganzen Foundations, die ich habe, die matchen nicht mehr so richtig und die finde ich aus der Drogerie immer ganz gut. Und außerdem gab es mit einem Coupon 20% auf L'Oréal. Ich glaube, ich habe insgesamt generell mit Coupons bei diesem Einkauf wieder 4 € gespart. Also es lohnt sich definitiv. Ja, die habe ich jetzt in einer helleren Nuance genommen. Die werde ich sehr wahrscheinlich so tragen können, aber ich werde die auch einfach mischen können mit meinen Foundations, die ich sonst habe, um das ein bisschen aufzuhellen. Aber generell ist das schon eine aus der Drogerie, die man benutzen kann, definitiv. Und ich habe jetzt diese Nuance. Ich gucke immer, dass da ein N drauf ist. Das heißt halt ein neutraler Unterton. Und ja, das ist auch so eine Foundation, die passt sich einfach super der Hautfarbe an, dem Hautton. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Dann, ihr Süßen, das wollte ich schon immer mal mitnehmen. Ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen. Ich weiß nicht, wie es ist, ob das gut ist. Das ist ein super Vitaminserum von Catrice mit 11% Vitaminkomplex für ein Glow. Da ist jetzt zum Beispiel 2% Vitamin C, 8% Niacinamide, 1% Vitamin E und für Glowy Hydrated and Nourished Skin. Ja, warum nicht, ne? Also ich teste die mal aus. Ich weiß nicht halt. Also ich habe die schon lange gesehen, aber noch nie so wirklich richtig Gutes, Positives darüber gehört. Aber ich teste die jetzt einfach mal. Warum auch nicht? Was Schlechtes habe ich immerhin auch nicht gehört und ich bin generell so jemand, ich mache mir gerne ein eigenes Bild davon und ich habe jetzt schon viel getestet und auch viele Produkte, wo ich eher eine andere Meinung gehört habe, als wie ich es empfunden habe und ich bin auch einfach so bei Skincare, ihr müsst es ausprobieren, was funktioniert für eure Haut gut, was passt in euer Budget, ihr könnt natürlich auch hunderte von Euro, also könnt ihr wirklich für Skincare ausgeben? Ist es das dann wert oder reicht dann auch so ein Serum für 5 Euro? Das ist halt die Frage. Was möchtet ihr? Was braucht eure Haut? Mit welchem Ergebnis seid ihr zufrieden? Das müsst ihr halt für euch rausfinden. Ihr wisst, bei mir dreht sich alles um Glow und deshalb habe ich diesen Primer mitgenommen. Der ist auch neu von Catrice und ich muss ehrlich sagen, mit so Primern in der Drogerie, da habe ich bisher noch nie so richtig das Wahre gefunden. Und der ist sehr vielversprechend, weil der verspricht auch ein Glow. Und ihr wisst, ich liebe ein Glow. Es wird mit Vitamin C, den werde ich auch testen und ich liebe es. Ich liebe diese ganzen Glow-Produkte und ja, ich hoffe, das ist was für mich. Ich habe noch diesen Concealer mitgenommen. Auch von L'Oréal wegen den 20%. More Than Concealer, der ist wirklich stark deckend. Den wollte ich einfach mal testen. Ich mag ja eigentlich lieber so leichtere Concealer, weil ich halt auch nie so eine extrem deckende Foundation trage. Aber ich habe ihn jetzt trotzdem mal mitgenommen. Ich meine, kann ja nicht schaden. Kann auch einfach ein bisschen weniger Produkt auftragen. Und den habe ich in der Nuance Vanilla 326 generell. Ich kaufe Concealer oft in der Nuance Vanilla. Also ich habe ganz viel Vanilla Concealer. Ich glaube, das ist so meine Concealer-Farbe. Auch wenn die überall ein bisschen unterschiedlich ist, das passt schon ziemlich gut. Dann sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich habe diese Spülbürste. Die kaufe ich auch in regelmäßigen Abständen einfach mal neu, wenn die alte zu ranzig wird. Und noch Reinigungstücher. Ich benutze natürlich immer einen Cleanser oder einen Reinigungsschaum, aber zusätzlich, um gerade die Augenpartie noch mal ein bisschen sauber zu machen, je nachdem, ob ich Wimpern aufgeklebt habe, wasserfesten Eyeliner gezogen habe, bedarf es manchmal noch ein bisschen Nachhilfe. Und ja, dafür habe ich dann diese Reinigungstücher. Ja, meine Lieben, ich hoffe, der kleine, aber feine Haul hat euch gefallen. Es war mir einfach zu schade, die Produkte jetzt einfach in meinen Schrank zu räumen, weil ich denke, da sind ein paar coole Produkte dabei, gerade auch die neueren,
die ihr vielleicht jetzt auch zum ersten Mal seht und sagt, okay, wow, die muss ich unbedingt ausprobieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch herzlich fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um natürlich in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Außerdem checkt auch gerne mal mein Instagram ab. Danke fürs Zusehen und ich sag mal ciao, bis zum nächsten Mal.